Hallo, bei Mindset Champagne Spoken Words. Heute aus dem Badezimmer mit der drängenden Frage, was tue ich, wenn ich kein Toilettenpapier bekomme? Das ist ja in der letzten Zeit das geflügelte Wort geworden. Oh, es gibt kein Klopapier mehr. Viele haben zuerst gekichert, bis sie plötzlich letztendlich selber vor der Situation standen. Alle Supermärkte sind leer gekauft. Und ich habe jetzt schon öfter natürlich die Anfrage gehört, was tun, wenn kein Klopapier im Haus ist. Da ist mir eingefallen, dass die zauberhafte Vanessa Farquharson, eine Kanadierin, die vor einigen Jahren dieses tolle Buch geschrieben hat, Nackt schlafen ist Bio, dafür eine Lösung hat. Vanessa hat vor einigen Jahren angefangen, sich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen und hat sich selbst zur Aufgabe gesetzt, ein Jahr lang ökologisch zu leben und jeden Tag eine neue ökologische Maßnahme in ihrem Leben einzuführen. Mega, mega spannend, dieses Buch. Es ist allerdings auf Deutsch vergriffen, deshalb umso cooler, dass ich die Ausgabe von euch ein bisschen daran teilhaben lassen kann. Sie hat übrigens auch einen Blog, Green as a Thistle heißt der, den kann ich auch nachher noch posten. Sicher cool. Und ja, schauen wir doch mal, was sie zu sagen hat. Am Tag 191 versucht sie nämlich weitgehend auf Toilettenpapier zu verzichten. Kein Toilettenpapier mehr nach dem Pinkeln. Ich spiele nun schon seit mehreren Wochen mit dem Gedanken, offiziell auf Toilettenpapier zu verzichten. Und mein Zögern ist ganz ehrlich weder auf Zimperlichkeit zurückzuführen, noch auf mein Taktgefühl, sondern hat schlicht logistische Gründe. Offenbar gibt es zwei Möglichkeiten, wenn man sich entscheidet, auf das Zeug zu verzichten. Wasser oder Stoff oder eine Kombination aus beidem. Nachdem ich in ein paar anderen Öko-Blogs gestöbert hatte, fiel mir auf, dass zwar manche prima mit Taschentüchern oder Wischtüchern aus Baumwolle zurechtkommen, aber eine Menge anderer Leute benutzen ein Bidet, entweder als eine Vorrichtung, die sie seitlich an die Toilette montiert haben, oder aber in Form einer separaten Po-Dusche, wie es einer offenherzig nannte. Das klang in meinen Ohren weit reinlicher als die Stofflösung. Die Wasserspritztechnik klang eindeutig besser, aber für alle Schwelle beschloss ich, mich bei meiner Mutter zu erkundigen. Immerhin kennt sie sich nicht nur mit den Gefahren von Bakterien aus, sondern ist auch Besitzerin eines Bidets. Benutzt du das Ding eigentlich? Fragte ich diese deshalb eines Tages am Telefon. Naja, nicht sehr oft. Am häufigsten benutzt es wohl Kitty. Kitty ist die Katze meiner Eltern. Ein kleines, graues, unglaublich flauschiges Tierchen, das immer noch nicht seinen eigenen Namen kennt. Einer ihrer Lieblingsschlafplätze ist das Bidetbecken im oberen Bad. Leider hatte ich kein Bidet und konnte mir auch keine dieser raffinierten Zusatzlösungen leisten. Da fiel mir ein, dass mein Freund Colin gesagt hatte, er benutze kein Klopapier. Da er auch nichts neu anschaffte, stellte sich die Frage, wie er das Problem löste. Ich setzte mich an den Computer und schrieb ihm eine Mail. Lieber Colin, tippte ich, ich habe da eine ziemlich intime Frage. Colin antwortete sofort, dass er nichts weiter als eine Schüssel Wasser und seine Hand dazu brauche. Das gelte auch für seine Frau und seine kleine Tochter. Viele Menschen in vielen Ländern überall auf der Welt machen das so. Stell dich nicht so an, probier es einfach aus. Letztendlich entschloss ich mich zu einem Kompromiss. Ich würde Toilettenpapier weiter nach dem großen Geschäft benutzen, aber nicht mehr nach dem Pinkeln. Urin ist eine ziemlich saubere Angelegenheit und solange ich genug trinke, besteht er sowieso größtenteils aus Wasser. Trotzdem konnte ich mich mit Collins Wasserschüssel noch immer nicht anfreunden. Also ging ich nach oben und kramte in meinen Schränken, ob ich nicht etwas anderes entdeckte, womit sich vielleicht ein gleichmäßiger, leicht zu lenkender Wasserstrahl erzeugen ließ. Irgendwie hatte ich im Hinterkopf, dass bei meinen Eltern im Schuppen vermutlich noch ein paar Wasserpistolen lagen. Andererseits zog ich bei dem Gedanken zusammen, eine Pistole, ob Spielzeug oder echt, auf eine so empfindliche Körperregion zu richten. Und da sah ich es. Eine Wasserflasche, die ich bei der Green Living Show geschenkt bekommen hatte. Vakuumverschluss und Spritzmechanismus. Die deprimierende Ökomesse war also doch für etwas gut gewesen. Also ging ich im Badezimmer an den Wasserhahn, füllte die Flasche und verschloss sie sorgfältig, bevor ich sie neben der Toilette auf den Boden stellte und einen meiner ältesten, schon verschossenen Waschlappen drüber hängte.
selbstgemachtes Bidet, 0 Dollar. Nicht schlecht, dachte ich, als ich nach unten ging und mir ein großes Glas Wasser einschenkte. Ja, ihr Lieben, ihr seht, es gibt Alternativen. Überall auf der Welt, glaube ich, sind diese Alternativen bekannt. Bei uns in Europa vielleicht nicht so. Aber jetzt ist die Zeit, um sich zu öffnen und neue Techniken zuzulassen, neue Kreativität. Das gilt eben auch hier. Und ja, wenn ihr andere Ideen habt, lasst es mich doch wissen, schreibt mir hier in der Facebook-Gruppe, auf der Facebook-Seite. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr genug Klopapier im Haus habt. Ist ja auch nicht schlecht, auf seine Gewohnheiten nicht verzichten zu müssen. Und ansonsten haltet die Ohren steif, ihr Lieben. Auf bald. Ciao.